Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Diese Woche zeige ich euch ein Objekt, dessen Grundbesitz über viele Jahrhunderte zurückreicht, doch die Geschichte hinter dem so adlig anmutenden Gebäude ist sehr von Veränderungen geprägt. Kommt nun also mit auf diese sehr interessante Tour, die uns über mindestens 400 Jahre Geschichte zurückführen wird, und den Rest erfahrt ihr wie üblich gleich von mir in den kommenden Minuten. Für viele weitere Videos rund um das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands schaut ihr am besten mal auf meinen Kanal. Dort werdet ihr auf jeden Fall was zu diesem Thema finden, und wenn ihr einmal da seid, dann unterstützt mich auf diesem Weg und verpasst in Zukunft keine weiteren Folgen mehr, indem ihr mich einfach abonniert. Jetzt geht es aber erst einmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Schloss bzw. Herrenhaus und das dazugehörige Rittergut. Die Recherche zu diesem Objekt führte mich zwar über Umwege, aber insgesamt recht schnell zum Ziel. Die Rede war erst von einem Rittergut, dann von einem Herrenhaus, welches man auch als Schloss bezeichnet. So manche Nutzer waren hier über viele, viele Jahre untergebracht. Den Beginn nimmt die vermutlich erste Erwähnung 1651. Bis in dieses Jahr war das Gut, welches von einem Wall umschlossen war, in Besitz einer Adelsfamilie, deren Familienstammbaum bis auf das Jahr 1305 nachzuweisen ist. Wann hier aber genau der erste Stein oder das Gelände an sich umschlossen wurde, blieb bis zum Ende meiner Recherche leider nicht eindeutig herausfindbar. Thank you.
Nach der Adelsfamilie erwarb ein Domherr das Areal. Vom eigentlichen Wall ist heute so gut wie nichts mehr zu sehen. Grund dafür ist eine später hinzugekommene Porzellanfabrik, mit der befassen wir uns später noch ausführlich. In den nun folgenden 240 Jahren geht das Rittergut oder der Park, wie das Grundstück noch beschrieben wird, durch mindestens 10 verschiedene Besitzer. Ein gewisser Ernst Meyer, seines Zeichens Webereibesitzer und Kommerzienrat, ließ 1895 fast sämtliche Gebäude abreißen und neu bauen. Noch im selben Jahr entstand auf dem gleichen Boden das hier in diesem Video gezeigte schlossähnliche Herrenhaus als neues Herzstück des alten Rittergutes. Das Rittergut wurde in den vielen Jahren etliche Male verpachtet. Der letzte oder die letzte adlige Besitzerin verstarb 1893 noch im alten Herrenhaus. Leider fand ich zu dem alten Herrenhaus keine Bilder, sonst hätte ich sie euch hier gerne mal gezeigt. Parallel zum Rittergut begann im 19. Jahrhundert, wie vorhin bereits angesprochen, die Porzellanproduktion. Die Rede war vom weißen Gold und wir alle kennen die Geschichte vom Zufallsfund, als man Gold selbst herstellen wollte. Ein Kaolinvorkommen, welches wahrscheinlich schon 1788 entdeckt wurde, sorgte 1811 für die Etablierung einer kleinen Porzellanmanufaktur. Die Eigentümer der Fabrik waren auch die des Rittergutes. Entsprechend nutzte man das nur 300 Meter entfernte Areal zur Porzellanherstellung. Kein Wunder also, dass etliche neue Gebäude auf dem Gut entstanden. Diese sucht man heute allerdings vergebens. Das Rittergut als solches wurde in dieser Zeit vor allem landwirtschaftlich genutzt. Als nun die Porzellanherstellung richtig Fahrt aufnahm und diese finanziell gesehen die Landwirtschaft in den Schatten stellte, geriet das Rittergut und das dazugehörige Schloss mehr und mehr in den Hintergrund, ja fast schon in Vergessenheit. Man spricht sogar vom Verfall des einstigen Herzstückes in dieser Zeit. Just in dem Moment kam das Angebot von Ernst Meyer. Er war auf der Suche nach einer Sommerresidenz. Was für ein Zufall der Geschichte. Somit teilte sich das Rittergut mit einer Größe von über 100 Hektar nun unter unzähligen kleinen Besitzern Ernst Meyer und der Porzellanfabrik auf. In Meyers Besitz blieb es lediglich bis zu seinem Tod 1915. Der Großindustrielle Oskar Arnold erwarb das Gelände anschließend und gestaltete vor allem die Parkanlage mit damaligen Unsummen um. Ihm war dafür auch jedes Mittel recht, sodass er selbst den Einsatz von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg billigend in Kauf nahm. Mit mehreren 100.000 Reichsmark entstand eine üppige Parkanlage mit extra gestalteten Skulpturen, einem Teehaus, Parkwiesen sowie Teich und einer Mauer als Begrenzung des Parks.
Kleiner Währungsvergleich, 100.000 Reichsmark wären heute in etwa 240.000 Euro. Ihr seht also, man hat sich wirklich nicht lumpen lassen, zumindest was das Geld angeht. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Arnolds Reichtum um ein Vielfaches, weswegen er nach nur 5 Jahren seinen Luxuspark wieder verkaufen musste. 1920 wechselte nun also erneut der Eigentümer, insgesamt wohl 3-mal bis 1945. In dieser Zeit wollte man wohl wieder Geld in die Hand nehmen, um das Gut als moderne Ausflugsstätte zu etablieren. Leider fehlte anfänglich erstmal das Geld, obwohl hier und da wirklich Vorankommen zu erkennen war. Der anfänglich große Besucherstrom flachte leider zu schnell wieder ab, weil der Besitzer sich verkalkulierte und pleite ging. Übrigens gab es bis 1900 auf dem Areal einen richtigen Kerker, so wie man das auch aus den Filmen kennt. Tatsächlich auch mit Folterkammer, Zellen und sogar einem Gerichtssaal. Das hängt mit der sogenannten Patrimonialgerichtsbarkeit zusammen. Heißt, Adlige und ihre Länder hatten damals ihre eigenen Gesetze für ihre Ländereien und die Mittel, diese eben auch durchzusetzen. In der Zeit des Nationalsozialismus nutzte der Reichsarbeitsdienst das Gebäude als Lager. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges brachte man hier Umsiedler aus dem Sudetenland und Schlesien unter. Die Gutsanlage selbst, also der Park und alles, was dazu zählte, wurde von der Gemeinde gekauft. Man nutzte die Parkwiese, das Teehaus sowie den Parkteich als Basis für ein neues frisches Sommerbad, also eine Art Freibad, wenn man so möchte. Dieses wurde am 20.06.1948 feierlich eingeweiht. Kommen wir nun der Vollständigkeit halber wieder zur Porzellanherstellung. Anfänglich kann man hier wohl kaum von Industrie sprechen, eher von einer kleineren Produktion oder, wie ich vorhin schon sagte, einer Manufaktur. Am 12. Mai 1811 bat man um Gesuch des Herzogs, eine solche Produktion beginnen zu dürfen. Etwa einen Monat später, am 22. Juni 1811, erfolgte dann die Konzession für die Fertigung jeder Gattung von Porzellan und Steingutwaren sowie Gefäßen.
In den folgenden 70 Jahren produzierte man eifrig, auch änderte sich etliche Male der Eigentümer oder es kamen Teilhaber hinzu oder diese wurden Hauptinhaber. Die Einzelheiten erspare ich euch an dieser Stelle lieber. Interessant wird es erst, als am 1. Januar 1882 zwei neue Eigentümer die Produktion übernehmen. Ab dieser Zeit kann man wirklich Stück für Stück von einer industriellen Porzellanproduktion sprechen. Bis 1900 waren hier etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt. In dieser Zeit kam es immer wieder zu Erweiterungen und Modernisierungen, um effizienter produzieren zu können. Sicherlich waren die beiden Weltkriege und deren Nachkriegszeit nicht gerade förderlich für das Wachstum des Unternehmens. Dennoch blieb die Anlage intakt, unbeschädigt und musste die Produktion wohl auch kaum unterbrechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. am 1. Januar 1953 wurde dann die Fabrik zwangsverstaatlicht und zum VEB Porzellanwerk. Interessanterweise las ich von Modernisierung der Fabrikation und wie ihr ja wisst, war das nicht gerade die Stärke der DDR. So kam es von 1958 bis 1960 zur Errichtung einer Zentralheizung und Umstellung der Transmission mit Dampfmaschine auf Elektroantrieb. Das war, wie wir ja alle gelernt haben, echt nicht oft der Fall. Die DDR investierte selten bis gar nicht in seine in die Jahre gekommenen Industrieanlagen. 1968 erfolgte dann eine namentliche Änderung und bestimmt auch eine erneute Zuordnung der Fabrik als Zweigstelle des volkseigenen Porzellankombinates. Hauptsächlich produzierte man hier alltägliches Gebrauchsgeschirr, welche an RGW-Länder verschickt wurden. RGW bedeutet Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und umfasste in der Sowjetunion Länder wie beispielsweise Polen, Ungarn oder Rumänien. Bis 1900 hielt die Produktion stand, danach fielen die Subventionen weg, die freie Marktwirtschaft schluckte viele Firmen und die Sowjetunion war kurz vor dem Kollaps. In dem hier gezeigten Gebäude waren in der DDR-Zeit zunächst eine Schule für die Ausbildung von Volksrichtern untergebracht, später zog hier eine Pionierleiterschule ein. Während der Erkundung fanden wir etliche stumme Zeugen aus diesen Tagen, Plakate, Banner und vieles, vieles mehr. Und schon ergab das alles auch hinterher Sinn. Das kam wirklich sehr unerwartet und manche dieser Überbleibsel waren in einem derart guten Zustand, dass man damit sofort hätte wieder losziehen können, obwohl die DDR mit Erscheinen dieses Videos 34 Jahre Geschichte ist. Nun möchte ich noch ein, zwei Worte über den Zustand des Hauses verlieren. Das denkmalgeschützte Gebäude hatte durch mutmaßliche Brandstiftung in den letzten Jahren sehr gelitten.
Ich denke, man sieht das auch ganz gut an den Aufnahmen. Für den Rest des Verfalls sorgte ausschließlich Löschwasser und natürlich auch die Witterung. Es gab viele tolle Motive und zugegebenermaßen war es hier und da auch etwas düster. Vor allem, weil es zwei Untergeschosse gibt. Ich hoffe, dass die Stadt sich bald kümmert. Gebäude wie diese sind heute nahezu unbezahlbar. Vielleicht findet sich ja auch ein privater Investor, am besten einer mit Gewissen. Übrigens sind fast alle Fabrikgebäude aus der Porzellanherstellung bereits 2003 abgerissen worden. Nur eine Gedenktafel erinnert an die 180 Jahre Porzellanfabrikation. Diese wurde am 200. Jahrestag der Firmengründung als Erinnerung 2011 aufgestellt. Ich denke, als Hotel könnte man diesem Objekt eine neue Bestimmung geben. Da es aber etwas abseits liegt, könnte ich mir auch eine Filmlocation vorstellen. Oder was sagt ihr? Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir von diesem schlossähnlichen Herrenhaus mitnehmen konnten. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ja, dann freue ich mich wie üblich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust auf viele weitere Videos rund um dieses Thema habt, ne, dann wisst ihr ja, schaut auf jeden Fall mal auf meinen Kanal. Die Bilder zu diesem Thema findet ihr auf Facebook und Instagram. Die Links dazu bekommt ihr in der Infobox. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Macht's gut, bis bald und ciao.